Zack. Sorry, ich hab eine Nachricht gerade checken müssen. Tut mir leid. Müsste mir verzeihen. Also ich glaube, in die Kiste kommen wir definitiv. In die Kiste sag ich schon, in die Kathedrale. Das ist ja easy. Mit dem Item hier allein schon. Messer in den Kopf. In den Kopf. Zack. Ich muss sagen, der Würfel, der gefällt mir auch echt gut. Der macht einfach mega Spaß, mit dem zu spielen. Kann man richtig den Gegner... kann man auch aus schlechten Runs noch bei guten rausnehmen. Ich war gerade schon wieder beim Messer mit dem Gedanken. Mit dem Messer macht es auch Spaß. Vor allem, wenn man dann noch fliegen kann. Dann kann man richtig... kann das sogar so schräg werfen. Warte. Zack. Das ist auch cool, ne? Kann man eigentlich in Eisengen nicht. Aber mit dem Messer geht das. Gibt ja auch noch ein anderes Messer, das Sacrificial Knife. Ich weiß gar nicht, was der Sinn da ist an dem Knife. Ich glaube, es macht einfach nur mehr Schaden. Weil es ist nämlich ein Messer, was um einen rumfliegt. Und da würde man jetzt erstmal denken, was soll man damit? Hat man ja auch beim Cube of Meat zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es Projektile abblockt. Ich glaube nicht. Oder blockt jeder Orbital ab? Ich bin mir nicht sicher. Harlequin Baby, cool. Das ist eigentlich schlecht. Das kann man eigentlich ruhig mal mitnehmen. Aber ich bin mal überlegen. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Da hätte ich das gewusst, ey. Da hätte ich aber 10-mal das Harlequin Baby mitgenommen. Kunst ist es, mit dem Messer so zu schießen, dass das Messer genau auf dem stehen bleibt. Dann macht es nämlich einen längeren Tick, weil es einfach länger auf dem drauf ist. Dann macht es Doppelschlitz. Seht ihr, wenn er durchfliegt? Schlitz, Schlitz. Hey, manchmal ist vorbeigeschlitzt. So, der Hero Fund. Ja, hat sich gelohnt. 2 blaue Herzen. Und weiter geht's. Und vorher habe ich den Kampfraum gemacht, damit wir gleich nochmal resetten können. Oh, das vorne. Luktula Luna. Das habe ich übrigens. Oh, Alter, das war ja richtig unfair. Ich finde aber gut, wenn man mal einfach noch eine entspannte Runde mit Isaac spielen kann. Mit dem hat man halt so viele Möglichkeiten. Auch wenn wir durch den Würfel momentan noch nicht so die superklasse Items bekommen haben, sondern die Items auch so hatten. Das sind aber echt, also abgesehen vom Messer und dem Geist haben wir echt nur Müll bekommen. Also das Rainbow Baby ist natürlich ganz lustig, aber ansonsten ist es eher Rippo. Rippo. Sehr gut. Fupp, fupp. Fupp, fupp. Mal, das nehmen wir an. Das nehmen wir auch an. Gelb. Jo, hilft. Das nehmen wir auch gerne mit. So. Wir gehen natürlich jetzt hier wieder in den Sündenraum. Denn da ist das richtig nice. Ja, oder auch nicht. Das ist ja toll. Zack. Zack. Guck mal, ich kann euch einen Trick zeigen. Putz. Putz. So. Gehen wir mal zum Shop zurück. Zum Shop, sag ich schon. Zum Schatzraum. Denn da war ja wieder der Item Snatcher. Snatcher Perpetual. Den brauchen wir nicht. Sondern wir nehmen den. Wir benutzen den Würfel. So meine ich halt. Ja, warum nicht? Kills Heal. Ist auch ganz cool eigentlich. Ich kann euch auch sagen, was das ist. Ja. Alle 13 Gegner kriegen wir ein halbes Herz. Ist doch ganz cool, oder? Ich weiß, da lagen noch rote Herzen, aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Ich muss sehen, dass ich hier überlebe bei den 1000 Grad. So, rechts. Zack.
spiele eigentlich so schlecht gerade, ne? So unkonzentriert, aber das ist mit dem Messer irgendwie vollkommen Wurst. Weil wir mit dem Messer einfach nur durchsprinten. Wie ein Babbo. Babbo of Doom. So. Warte jetzt. Zack. Kann natürlich nicht passieren. Alter. Jetzt sollte ich nicht übertreiben. Da haben wir uns geheilt. Gut ist, weil wir so viele rote Herzen haben. Können wir uns das auch erlauben, mal getroffen zu werden. Das brauchen wir nicht. Oh Gott. Ich bin hier reingelaufen. Stich. Es kann auch sein, dass ich deswegen so bin, wie ich bin. Es ist einfach 1000 Grad ist, ey. Man versucht irgendwie zu überleben, aber es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, was ich meine. Es geht nicht. Es ist einfach RIP. RIP-Shirt. Man muss am Tag gefühlt 12 Mal das T-Shirt wechseln. Ah, cool. Das Mutter schon. Oh Gott, bin ich dumm, ey. Also wird das bei mir denn nicht angezeigt, eigentlich? Bad. Jetzt komme ich nicht mal mehr zurück. Okay. Egal, wir machen jetzt einen Speedrun. Habe ich entschieden. Wenn wir schon den Doppelvirus haben, dann können wir auch durchrennen. So. Ihr denkt euch bestimmt jetzt, was soll der Kack? Voll der Failrun. Aber glaubt mir, da kommt noch. Die richtige Rippung kommt jetzt gleich. So. Seht ihr, so fängt das an. Oh, hier ist nix. Nice. Ich hoffe eigentlich, dass wir Guppies Paw bei dem Teufelsraum bekommen. Weil dann ist nämlich richtig RIP. Bombe her. Da seht ihr. Messer ist halt echt so gegeben. Oh, ist natürlich nicht so nice. Läuft. Oh mein Gott. Da wollte ich cool sein und ihn abstechen. Muss ich mich langsam muss ich mich fangen. Aber ich mach das noch. Wir haben noch 3 Herzen. Wir müssen langsam mal rote Herzen kriegen. Wir hätten eigentlich den Spelunker-Helm auch mitnehmen können. Das läuft schon. Keine Sorge. Macht euch nicht so viele Gedanken. Ich habe meinen Herzcontainer verloren. Ja. RIP in Pieces. So. Da haben wir uns geheilt.
So, jetzt bin ich am Überlegen. Secret Room? Habe ich doch gewusst. So, wir gehen jetzt zum Boss. Mit dem Teufelsraum wird natürlich nichts mehr. Alter, ist auch noch hier der Teratoma. Oh Gott, Leute. Das Geschwür des Todes. Oh, doch noch. Nicely nice. So. Erstmal gehen wir hier rein. Hätten wir das mal gemacht. Fuck. Nehmen wir das mal mit. Ich bin mir nicht sicher. Kommen wir da nochmal rein? Ich glaube, wir kommen noch einmal rein. In den. Oder habe ich jetzt richtig gefailt? Oh, ich glaube, ich habe jetzt. Nee. Ich glaube, man kommt nochmal rein. Ach, scheiße. Ach, wir hätten doch den. Oh Gott, bin ich blöde. Oh Gott, ja, doch. Das ist echt richtig dumm. Das ist richtig verdummt, ey. Mein Plan war nämlich eigentlich, den Würfel mitzunehmen, den nochmal aufzuladen, nochmal reinzugehen und nochmal den zu aktivieren, aber ja, das war natürlich jetzt richtig fail, ey. Oh Gott, ey. Oh Mann. Naja gut, egal. Wir machen auch so noch was draus. Dieser Run, den müsst ihr mir einfach verzeihen, Leute. Ab und zu muss man auch mal einfach so einen Abschaltrun haben, wo man einfach mal zockt. Nicht mal unbedingt hier tryhard wie ein Boss. Sondern einfach mal zocken. Einfach mal richtig rippen. So. Wir können ja immer noch ein Guppy-Item kriegen. Vielleicht kriegen wir sogar Guppys Paw irgendwo. Das wäre natürlich episch, ey. Da könnten wir sogar die Kiste machen mit dem Boy hier. Dann wären wir auf jeden Fall ein richtiger Babu. Babu Schisch. So. Mein Gott. Wir sind gar nicht mal so undamage-lastig. Weggetroffen. So. Das ist echt gut, dass wir so viele rote Herzen haben. Und vor allem das Vampire-Item. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, klar ist halt alle 13 Gegner nur ein halbes Herz, aber halbes Herz haben oder nicht haben. Peric läuft. Läuft, läuft, läuft. Rip. So, jetzt kommt die Amtsrippung. So. Den kann man nämlich reinlaufen, den Boy. Der weiß nämlich nicht, wie das läuft. Da seht ihr das? Ja, ich glaube, wenn wir auch Guppys Paw gekriegt hätten. Ich meine, wir hätten ja Guppy haben können. Das darf man nicht vergessen, weil ich einfach gefailt habe wegen Babu. Aber egal. Wir machen das. Machen wir uns immer noch mehr stolz auf uns. Man muss auch die kleinen Dinge feiern. Wenn nur so richtige Tryhard-Boss sein, ey, das geht ja auch nicht. Doppelt. Hä, 77 verdoppelt ist doch nicht 99. Unlogisch. Komisches Spiel. Rip in pieces. So, Bombs-Aki-Pille, ganz wichtig. Und jetzt gehen wir zum Boss. Zur Mutti. Zur Mutti, yo. Oh mein Gott.
kaputt. Das wird eine affliche Rippung. Okay, wir wurden ein paar Mal getroffen. Aber das ist kein Problem. Wir können trotzdem noch rippen. Da gibt's doch ja nicht. Brauche ich dazu mal irgendwas sagen? Zu dem Damage. Das ist richtig zerrippt. So, mal sehen, wie weit wir kommen. So. Das ist auch für mich spannend. Das könnte jetzt schon der letzte Raum sein. Ich hab's gedacht, ist vorbei. Aber wir machen das noch. Und selbst wenn nicht, mein Gott. Solche Runs muss es auch geben. Man muss auch einfach mal. Hier. Cancer. Das ist ein schönes Trinket. Boah, mein Nasio. Ui. Kriegen so noch ein paar Räume hin. Oh, wir drängen uns hoch. Jetzt ist langsam. Oh. Ja, das war's. Das war natürlich nicht so schön, aber mein Gott, wir müssen auch mal so einen Spaßrun haben. Und ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Ich denke mal, ihr versteht das, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen trollen muss und einfach nur Spaß haben will. Und ich hoffe auch, ihr habt jetzt Spaß trotzdem an der Aufnahme. Ich werde beim nächsten Mal wieder ein bisschen Serious spielen, aber es war ja sowieso mit Isaac, also mit dem können wir eh nichts freischalten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.